Das komplette Absaugsystem. Wie lang ist denn das bis zu hier dieser Pendelsäge? Wie viele Meter sind das? Das ist meine Absauganlage. Hier ist ein Absaugstrang. Dann geht einer hier rüber mit den drei Maschinen. Dann geht einer hier an die Decke zum Zentrum von meiner Werkstatt, wo die Formatkreissäge und die Abrichte steht. Aber da fehlt jetzt noch was. Mein Langbandschleifer, der ist im Moment gar nicht angeschlossen. Das heißt, den kann ich im Moment auch nicht benutzen. Das heißt, der muss noch angeschlossen werden. Relativ unscheinbar hier neben mir, meine Bandsäge. Die kann man im Prinzip ohne Atemschutz nicht benutzen, weil die auch den Staub in die ganze Werkstatt schmeißt. Also die muss auch angeschlossen werden. Leute, es geht noch weiter. Die Tischfräse hier, die werde ich bald noch frisch machen. Aber selbst wenn ich sie frisch machen würde, könnte ich sie ohnehin nicht benutzen, bis da keine ordentliche Absaugung ist. Das bedeutet, da müssen wir eine etwas kompliziertere Linie hier rüber bringen. Bedeutet von da unter dem Stahlträger, wupp, und dann hier mit einer 120er Leitung, glaube ich, in die Richtung. Und was soll ich sagen? Es geht immer noch weiter. Ihr seht hier drei Drechselbänke, denn ich gebe da Drechselkurse und ich habe schon die ersten Kurse gegeben und da haben wir Schalen gedrechselt und das staubt brutal. Das will ich mir nicht auf Dauer antun, das will ich meinen Kursteilnehmern nicht antun, deswegen werde ich hier drei Rohrleitungen verlegen, damit ich alle Drechselbänke gleichzeitig absaugen kann und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das werden wir heute nämlich auch ausprobieren, ob man an drei Absaugpunkten gleichzeitig mit der bestehenden Absauganlage überhaupt absaugen kann. Ich weiß es nicht, lass es uns zusammen in dem Video hier rausfinden. Und wenn wir schon dabei sind, will ich auch an der vierten Drechselbank noch was absaugen können. Also Leute, ich muss jetzt Aufmaß machen, denn das sind wieder einige Bauteile. Puh, da bin ich gespannt. Ich befinde mich jetzt hier auf der Webseite von absaugprofi.de. Von dort beziehe ich meine kompletten Bauteile. Die haben noch ein gutes Stückchen mehr als nur Absaugtechnik. Das sind zum einen hier die ganzen Rohrteile, Absauganlagen sind hier halt eben auch dabei. Ihr seht, ich habe mir schon mal skizzenhaft so ein bisschen was notiert. Das ist die Draufsicht, der Abrichtehobel, Formatsäge, Dickenhobel. Das ist die Tischfräse und da sind halt eben so ein paar Stränge, die da halt eben hin müssen. Da werde ich mich jetzt so ein bisschen durchklicken, dass ich hoffentlich alle Teile beim ersten Mal richtig bestelle. Das hier sind zum Beispiel die Rohrstellen, mit denen wir halt die Rohre später an die Decke oder an die Wand oder wo auch immer hinhängen können. Und es bietet sich immer an, dass man mit dem größtmöglichsten Durchmesser an die Endstelle geht, damit man halt eben mehr Saugleistung hat. Und deswegen wähle ich hier 140er Rohrschellen, damit die Hauptleitung immer noch 140 hat, damit halt eben da überall noch ein bisschen Schmackes dran ist und halt eben nicht nur noch laue Luft angesaugt wird. Boom, tschakalaka. Wir haben 1, 2, 3, 4 Wandmontageteile. Die ganzen Schellen, die ich hier habe, die werde ich diesmal nicht benutzen, weil ich beim letzten Mal beinahe Herzinfarkt geritten habe, weil ich die nämlich zugeritten habe. Kauft euch neue Spannschelle. Tut euch selbst eine Gefalle. Die werde ich nicht mehr benutzen. So Leute, einige Wochen sind vergangen. Jetzt geht es endlich weiter bzw. los mit der Verrohrung für die Tischfräse und für die Pendelsäge. Da werden wir jetzt da oben das Rohrsystem verlängern, unter dem Stahlträger vorbei und die wird richtig, richtig lang. Da bin ich gespannt, wie gut das Ganze auch absaugtechnisch am Schluss noch funktioniert. Wir fangen direkt an und werden die ersten Rohre an der Decke montieren. Jetzt können wir hier mal den Schlauch dran machen. Ach, das ist jetzt witzig. Das da hinten ist der Philipp und ich bin der Philipp. Yes. Genau, der Philipp hilft mir heute mal die Absaugrohre festzumachen, weil das Obe sieht noch nicht so schön aus. Alter, zum Glück sind die scheiß Maschine da so stabil gebaut. Oh, das Hilf wandert sich. Oh Mann. Dank der fleißigen Hilfe von Philipp haben wir endlich die ganzen Rohre vom Absaugprofi montiert. Jetzt werde ich die Pendelsäge mal an das System anklemmen und die auch mal auf dem Boden richtig festschrauben. Die hat die ganze Zeit nur lose da gestanden. Das hier ist der originale Absaugschuh von der Pendelsäge. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, als er das Teil hier gebaut hat.
Tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber ich muss hier einen großen hinten wegschneiden, weil das einfach viel zu tief ist. Das Sägeblatt geht bis hierher und da seht ihr, das sind 30 cm plus den Anschluss hier. Das ist viel zu groß. Dafür habe ich nämlich genug Platz hier in der Werkstatt. Also schneiden wir das jetzt Stück für Stück ab. Ich habe keine Trennscheiben für Aluminium und weil man Aluminium eigentlich auch mit normalen Holzsägebändern schneiden kann, werde ich das jetzt einfach mal probieren. Oh, ist das kein Doofier. Das hier sind die Rollwalzen, die habe ich gerade einmal alle abgeschmiert, da sind solche Ölnippel dran. Und die werde ich jetzt noch einmal abschleifen, damit halt eben teilweise der Rost hier runter ist. Und durch das Schleifgerät, was ich gleich benutzen werde, wird sich das gleich einmal ganz schnell drehen. Und da denke ich, dass das Öl sich sehr gut an der kompletten Welle hier in diesem in dem Gleitlager, dass sich das ein gutes Stück besser verteilen wird. Endlich. Die Rohrleitung ist fast komplett fertig. Warum sage ich fast? Weil ein paar Dinge noch fehlen. Die Tischfräse zum Beispiel, aber ich werde euch einmal die ganzen Ausgänge zeigen, dann seht ihr, was noch fehlt. Aber wir werden gleich einen Schnitt machen. Ich habe hier nämlich eine Bohle liegen. Sippo-Holz. Alter, ich bin auf der Falschseite, bin ich behämmert. Da oben noch einen Abzweig. Der geht von 120 auf 100, einfach nur aus dem Grund, weil da die Säulenbohrmaschine steht. Und wenn ich mal irgendwann Projekte habe, wo ich die sehr, sehr viel benutzen will, da habe ich da jetzt die Möglichkeit, dass ich da auch einen Abgang dran mache. Das Teil hier habe ich in einem anderen Video aufgebaut. Das findet ihr, glaube ich, vor diesem Video hier, aber schaut einfach mal auf dem Kanal vorbei. Einmal der Bodeneinsaugtrakt, Formatkreissäge, Drechselbank, die hier beim Kurs steht, ist auch noch nicht fertig, Abrichte, Spanhaube bzw. Drechselbank, die dort hinten steht, ist dann ein kombinierter Anschluss. Anschluss für zum Schleifen bei der Drechselbank. Da unten ist von 120 auf 100 reduziert. Da ist ein relativ langer Schlauch dran, wenn ich Videos drehe, damit ich dann auch manierlich absaugen kann und wenn ich Kurse gebe. Da hängt auch noch ein Schlauch runter. Da geht es auch dann ein bisschen weiter hoch. Anschluss für einen Drechselplatz, der unter dem Anschluss ungefähr steht. Endlich, der Langbandschleifer ist jetzt auch angeschlossen. Das ist der größte Anschluss, 140 mm. Der geht einmal 15 Meter ungefähr in die Richtung. Der ist am Langbandschleifer angeschlossen. Und wenn ihr euch fragt, was hinten das ist, da ist noch ein integriertes Gebläse, da ist einfach ein Filtersack dran, damit das, was dort anfällt, auch nochmal in den separaten Filtersack rein kann. Also, wenn ihr euch fragt, was ist die längste Leitung? Hier geht es einmal zur Dinghobelmaschine. Dann geht es hier hinter der Absauganlage zum Ruvi-Frästisch. Dann zum Tellerschleifer, der ist derzeit nicht angeschlossen, weil ich den wahrscheinlich ersetzen werde. Dann zum Kantenschleifer, dann geht es einmal hoch. Da seht ihr auch ganz schön, die Teile sind von Absaugprofi, deswegen steht das jetzt auch da drauf. Dann geht es einmal an der Decke, ganz weit darüber, das sind 10 Meter. Also die Werkstatt ist in die Richtung 10 Meter lang, bzw. breit. Abzweig zu der Drechselbank. Abzweig zur Maschineninsel, Abzweig unter dem Stahlträger lang, ganz weit darüber zur Tischfräse, dann geht es oben nochmal an der Decke vorbei und dann geht es rüber zur Pendelsäge. Bleibt dran, ich sage euch gleich, wie lange die Leitung übrigens ist. Ein Anschluss fehlt noch komplett, da habe ich leider einen Abzweig zu wenig bestellt und zwar kommt da oben noch ein Abzweig hin, der geht dann so rüber, zur Bandsäge. Das wird wahrscheinlich ein 120er Anschluss dann und das ist schön. Das komplette Absaugsystem. Wie lang ist denn das bis zu hier dieser Pendelsäge? Wie viele Meter sind das? Überlegt euch einfach mal und stellt euch vor, wie viele Meter das sein könnten. Ich sag's euch jetzt direkt, dann könnt ihr das ja trotzdem mal gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr mal eure Schätzung unten reinhämmert, wie viele Meter das sein könnten. Also bis zur Pendelsäge, bis zu diesem Auslass hier sind es roundabout 20 Meter. Ich habe mal ganz grob mit dem Laser überall so ein bisschen hingehalten. Hinten so ein Knick hat gefehlt. Das sind ungefähr 1-2 Meter. Das bedeutet bis zu diesem Anschluss hier 20 Meter. Von 140 auf 120 auf ein Stück Schlauch auf 120 um die Kurve bis hierhin. 20 Meter. Geil, das ist mega. Packt das die Holzprofi-Absauganlage
gerade so. Es ist so keine Lösung für die nächsten Jahre, für dieses Jahr auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist ein Thema für ein eigenes Video, weil da ist immer das große Thema, ist die Absauganlage stark genug? Kann ich 3 Meter Rohr dazwischen machen? Generell, wenn ihr ein gerades Rohr habt, es spielt keine große Rolle, wenn ihr da einmal 10 Meter langes Rohr dran packt, auch wenn ihr nur 2,2 kW habt, die hat 3 kW. Es funktioniert schon einigermaßen gut. Wenn die Absauganlage direkt unten am Absauganschluss relativ gut zieht, dann macht es nicht so einen großen Unterschied, wenn ihr dann auf 5, 6, 7, 8, 9 Meter Rohr, was gerade ist, dazwischen packt. Ihr müsst nur darauf achten, dass die ganzen einzelnen Stellen, dass die halt eben dicht sind. Ich habe bei mir ein paar Leckagen, weil die ganzen Abzweige sind vom Absaugprofi und die ganzen geraden Stücken habe ich mal vor ein paar Monaten auf Kleinanzeigen gekauft. Die sind teilweise nicht mehr so gut gewesen. Das würde ich auch euch nicht mehr empfehlen. Ich würde alle Teile neu dann direkt beim Absaugprofi bestellen. Diese geraden Teile sind auch nicht so teuer. Das Teure in dem Fall sind halt eben die ganzen Abzweige. Aber wie gesagt, ihr seht, ich habe ultra viele Abzweige und deswegen ist das ganze System relativ teuer geworden. Beziehungsweise teurer, wie als wenn man zum Beispiel eine Hobelmaschine, eine Bandsäge und eine Tischkreissäge anschließt, dann hält sie es vollkommen im Rahmen. Aber wenn man hier irgendwie 12, 13, 14, weil ich zähle gerade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 Abzweige, 14 Abzweige, das sind halt eben die Dinge, die halt eben dann ein bisschen teurer werden. Wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung, schaut beim Absaugprofi vorbei. Die arbeiten derzeit an einer neuen Webseite, wo das Ganze nochmal ein bisschen besser, noch besser dargestellt wird, dass man sich noch besser zurechtfindet. Wie sieht der Workflow aus? Übrigens, der Zuschnitt wird auch ein eigenes Video, weil ich einmal so komplett zeige, wie der komplette Zuschnitt aussieht. Denn ich werde da ungefähr, ich glaube, das sind 0,4 Kubikmeter, werde ich ungefähr komplett zuschneiden. Das wird ein eigenes Video dann werden. Also Anschluss öffnen. Ich habe hier einen Schalter. Dann kann ich die Absauganlage starten. Jetzt muss ich natürlich unbedingt darauf achten, dass alle Anschlüsse zu sind, weil sonst funktioniert das natürlich nicht. Und es hat Peng gemacht, deswegen steht man bei der Pendelsäge auf der rechten Seite, weil so Teile können zurückfliegen. Ist natürlich nichts passiert, weil ich auf der rechten Seite gestanden habe. Ist nicht so wild. Jetzt geht's zum Langbandschleifer. Geil, ich bin so happy. Richtig, richtig geil. Und ihr glaubt, also das ist mit am geilsten, dass ich endlich den Langbandschleifer wieder benutzen kann. Und ich freue mich auf die Tischfräse, dass ich die auch mal frisch machen kann. Also Leute, das ist ein Video, das habe ich jetzt vorhin eigentlich angefangen. Vor 2 Monaten habe ich, glaube ich, die ersten Aufnahmen von dem Video hier gedreht. Jetzt ist alles fertig, weil noch viel dazwischen halt eben war. Und genau, also abonniert gerne den Kanal. Das hier war jetzt mal so ein Ausschnitt zum Thema Absaugung. Und schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Genau, Absaugprofi. Da bekommt ihr die Rohre her. Ciao.